bin Entwicklungshelfer und wir reden jetzt hier mal über Codeception. Ich werfe das mal eben an. So, habt ihr schon mal Codeception generell gesehen? Schon mal jemand was von gehört? Seid ihr genau hinter dem Ding? Alles zerstört. Egal, dann sehe ich euch einfach. Dann sehe ich euch halt einfach nicht. Ich muss ja ein bisschen klicken. Also, Codeception grundsätzlich ist ein Testing-Framework, das auch PHP-Unit-Tests und funktionale Tests beinhaltet. Ich gehe jetzt hier auf Akzeptanztests ein, was Frontend-Testing ist. Warum Codeception? Oh, hier noch eine drunter. Warum Codeception? Es ist eben halt so, je später ein Fehler gefunden wird, desto teurer wird er. Ja, beim Development kostet der praktisch gar nichts. Wenn ihr also auf Unit-Tests-Ebene, die ist hier so entsprechend der Akzeptanz-Tests-Ebene, weil es im selben Moment ausgeführt wird, dann geht das auch noch ziemlich schnell zurück. Wenn das bei einem QA-Testing ist, dann ist das schon Alarm. Dann wird da eben halt so ein Ticket zurückgeschoben, du bist wieder an einem anderen Ticket dran, du musst wieder dein Environment anpacken und, und. Das fängt schon alles an, keinen Bock mehr zu machen und da gucken auch schon echt mehr Leute drüber. Und wenn das halt live geht, dann kann das halt auch richtig teuer werden. Der Mathis hat hier auch einen Vertrag bei einer Seite, die pro Minute 15.000 Euro kostet, ja, wenn die halt weg ist. Das hat nicht jeder, aber das ist auf jeden Fall teuer. Ja, ja, die Benefits vom automatisierten Testing. Es ist 70% schneller als manuelles Testing. Bei meinem Klicken und Ausfüllen von Formularen würde ich sogar behaupten, dass es noch wesentlich schneller als 70% Steigerung ist. Du hast natürlich eine größere Testabdeckung in deinem gesamten Code, weil diese Tests halt immer alle ausgeführt werden. Man selber weiß ja auch, wenn man irgendwie klickt, da klickt man halt auch immer weniger und guckt man jedes Mal nach, ob noch die englische Seite funktioniert und alle anderen Sachen funktionieren. Die Tests machen das natürlich. Also insgesamt spart es eben halt Zeit und Kosten, dieses immer hier, dieses Too Busy to Improve. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt, wo dieser Wagen gezogen wird mit den viereckigen Reifen und da kommt halt einer mit so zwei runden Rädern an und dann sagen die so, nein, wir haben hier keine Zeit für neue Sachen. Ja. Das ist halt auch ein bisschen so. Es verbessert natürlich auch die Genauigkeit. Man macht sich eben halt, wenn man Tests schreibt, automatisch Gedanken, wie man seine Software besser schreibt und was es eben halt auch irgendwie für Edge Cases gibt. Es steigert die Effektivität und die Tests werden eben halt, die gesamte Zeit der Testausführung wird natürlich besser. Wenn du das ganze Klicken, was sonst irgendwelche Leute manuell machen, automatisiert abgebildet hast, dann legen die auch direkt los in dem Moment, wo du halt auf den Knopf drückst. Die sind dann nicht alle in der Mittagspause oder sonstiges, dass du da eben halt auch den entsprechenden Response zurückbekommst, um da halt nochmal eingreifen zu können. Hier habe ich mal so eine Grafik, der Rest ist trocken, die das vielleicht so ein bisschen visualisiert, also hier so zeigen kann, aber ihr seht eben halt, das blaue, also diese automatisierten Kosten, Tests, die hier erstellt werden, ja, die laufen einfach immer. Wohingegen das manuelle Testen, am Anfang wird es eben halt super viel gemacht, aber dann lässt das Klicken halt immer mehr und mehr nach. Codeception lässt sich sehr leicht mit Composer installieren. Ich als Mac-User installiere alles mit Blue, das ist auch echt zuverlässig. Bei Windows-Systemen kenne ich mich jetzt nicht so genau mit aus, würde ich aber wahrscheinlich zu einer Vagrant-Box raten. Sage ich jetzt mal so. Ich bin da aber auch vorurteilsfrei natürlich.
Brew ist auf jeden Fall da echt ganz gut. Damit kann man auch direkt Codeception installieren. Den Xenelium Server kannst du damit auch installieren. Den kannst du natürlich auch mit diesem Jar-Geschoss da irgendwie runterladen und Java-Kram machen. Aber die eine Zeile hier, die macht dir das einfach auch und läuft. Chrome Driver braucht man halt noch. PhantomJS, wer möchte. Ich finde ja, da kein User Phantom benutzt, braucht man ihn auch nicht unbedingt, aber er gehört eben halt irgendwie auch zu den automatisierten Browsern dazu. Dann geht's halt los. Composer init, require codeception, codeception. Composer install, dann holt er eben halt unter anderem eine ganze Rutsche von Symfony geschossen halt runter und allerhand, sag ich mal, hier im Pod-Slang. Dann kann man hiermit so einen Bootstrap-Codeception aufsetzen. Der macht hier den Testfolder, legt hier alle Directories an. Und man kann hier eben halt direkt, Autogenerierung ist eben halt da ein großer Vorteil. Der schreibt hier allerdings nicht besonders viel da rein, aber er legt hier auf jeden Fall einen Acceptance-Test-Welcome an. Und den kann man dann gegebenenfalls je nach Environment halt auch gegen Chrome oder sonstiges oder in Kombination ausführen oder in unterschiedlichen Browsergrößen und wer weiß, also da sind der Fantasie halt keine Grenzen gesetzt. So ist die Geschichte eben halt, läuft die halt mit dem Firefox. Das ist auch euer lokaler Firefox, das ist nicht irgendwie so ein Ding, das nicht alle Features hat, die der normale User hat. Den kannst du auch im sogenannten Porno-Modus laufen lassen, ja. Ich kenne jetzt keinen offiziellen Begriff für und kannst auf jeden Fall ja, kannst auch JavaScript abschalten und was weiß ich was für Spirenskis da eben halt Lust drauf hast. Ja. Inkognito. Inkognito-Modus. Es gibt noch so eine Codeception-YAML, die man im Root-Folder liegen hat. Hier ist an für sich alles recht default geblieben. Steht auch nicht besonders viel drin. Man kann aber tatsächlich seine Sachen auch in eine Datenbank schreiben, wenn man möchte, seine Testergebnisse und eben halt dann auch mit entsprechenden Tools wieder visuell aufwerten. Und dazu gibt es eben halt noch diese Acceptance Suite YAML, wo hier eben halt gesagt wird, dass, dass wir die Typo3.org-Seite testen. In der Auflösung 1024x768 und dass wir den Browser Chrome nehmen, welche Extensions verwendet werden. Da hat eben halt Codeception eine ganze Menge raus, sehen wir eben halt nachher auch mehr. Und ja, soweit Fragen. Also grundsätzlich, das Setup ist schon echt schnell erledigt. Ja. Startet der beim Init in Selenium Grid und werden dann die einzelnen Browser in das Grid eingehangen? Den Selenium Server startest du separat. Okay, das heißt, ich kann einen Browser nur. Nein, du, also du kannst eben halt sagen, erst soll er deine Tests mit Firefox abfeuern, dann soll er die mit Chrome abfeuern. Die laufen dann hintereinander. Erst im Firefox und dann im Chrome. Selenium. Das wird in Versionellium gemacht, wird das eben halt alles angesteuert und ja, also das ist ja praktisch die Schnittstelle zwischen deinen Browsern und das ist eben halt dieser Roboter, der halt deine Maus bewegen kann. Man sollte auch in der Zwischenzeit nicht kurz mal eben die Maus bewegen, dass es halt alles auch deine Maschine und auch deine Maus da benutzt wird. Das heißt, der macht nicht eine neue Browserinstanz auf. Der macht eine neue Browserinstanz auf. Sonst noch Fragen? Die Tests selber, und das ist eben halt der große Vorteil von Codeception gegenüber Dalek.js zum Beispiel, ist die extrem einfache Syntax. Die ersten zwei Zeilen, das ist das, was er bei diesem Generate anlegt. Also da schreibt er noch keinen Test rein. Dann schreibt man eben halt so ein bisschen wie bei diesen Behead-Tests, was passieren soll. Und dann ist eben halt, dass ich auf der Startseite von Typo3.org bin und einfach sehe, what is Typo3 CMS. Das ist halt schon ein Test, ob die Startseite halt kommt und funktioniert. Ja, ich sage jetzt nicht, dass er besonders aussagekräftig ist, aber er soll einfach mal zeigen, wie leicht
es ist, die Sachen hier zu schreiben, ist auch natürlich in PHP Storm alles mit der Autovervollständigung, und dieses C ist halt auch echt clever. Das kann eben halt auch Bilder sehen, und das ist ein sogenannter Fuzzy Selector, der findet einfach auch eine ganze Menge. Da muss man hier nicht immer über CSS-Geschichten halt rangehen oder sonstiges. Ich hätte mir das Wasser mitnehmen sollen, aber gut. Die Hauptnavigation von Typo 3, das ist ja so ein Mega-Menü, das da aufslidet. Ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich alle die Typo 3-Seite vor Augen. Es ist ja nicht immer da, wo man spricht so. Also ich slide auf jeden Fall über das dritte Element hier drüber. Hier nutze ich eben halt einen CSS-Selektor und warte halt, bis das auf ist. Da muss ich halt mal eine Sekunde warten. Und dann sehe ich eben halt Overview, kann auf Overview draufklicken, warte nochmal auf ein H4-Element. Es ist besser, auf Elemente zu warten, als auf eine Zeit zu warten. Man kann hier auch immer als zweiten Parameter eine Zeit angeben, wann der aussteigt. Ja, also man kann sagen, hier so nach 10 Sekunden gehst du aber auf jeden Fall raus. Wenn die Seite dann nicht da ist, ist sie echt blöd. Und wenn meine Startseite nach 3 Sekunden nicht kommt, dann habe ich auch ein Problem. Das möchte ich nämlich nicht, dass sie über 3 Sekunden lädt. Also das kann man auch schon in seinen Tests angeben und gegebenenfalls halt machen. Oh, danke, sehr aufmerksam. Das ist ja top hier. Soweit, so klar, die Syntax, die Vorteile davon, ist halt auch so PHP-Code, der geschrieben wird. Ja, ich finde auch, dass Entwickler ihre Tests halt selber schreiben sollen. Da mag es ja mehrere Meinungen drüber gehen, aber dass irgendwie immer Leute vom Marketing oder von der Postabteilung oder dass auch meine Mutter die Tests schreiben können muss, das finde ich einfach totalen Quatsch. Ja? Und auch dieses, ja, aber wenn das jetzt nicht so ein Klicken von meiner Maus aufzeichnet und dann automatisch in Code verwandelt, der zu Test, deshalb teste ich halt nicht. Also das finde ich eben halt so immer so ein bisschen schmal. Die Sachen, das ist schick, das sieht schick aus, ist leicht geschrieben, ist schnell und macht einfach Spaß. Kann man natürlich auch Formulare mit testen. Hier ist der Typo 3 Login. Er wartet dann eben halt letzten Endes, ob der Extension Manager halt da ist. Und das ist natürlich schon so ein Test, wo du mit diesen wenigen Zeilen halt eine ganze Menge abdeckst, was PHP-Code angeht, und wo ich eben halt sage, man kriegt eben halt mit ein paar Tests, sagen wir mal 20, 30 Tests, seine Applikation schon echt gehärtet. Und wenn hier irgendwie so kompilierte JavaScript-Sachen drin sind, die dann eben halt kurz vor live zusammengepackt werden und auf allen Testsystemen funktioniert haben, und dann, wenn das Semikolon aber fehlt, wenn es komprimiert ist, hinfliegt, das kriegt man eventuell halt gar nicht mehr mit. Und wie gesagt, der klickt halt immer gerne, schnell und jedes Mal. Das war's zu der Syntax. Da noch Fragen zu? Lass ich mal in der Zeit liegen, dann können wir nachher auch nochmal einen schreiben. Ich glaube, das schaffen wir heute. Kommen wir zum Advanced Testing. Das war ja jetzt eben halt alles auch sehr leicht. Wir haben hier eine Seite von Interroll. Lass mal gucken. Muss ich vielleicht nicht auf die Live-Seite gehen? Oder dass wir auf die Live-Seite gehen? Kommt leider auf den Slidern hier immer so eine mobile Ansicht auf den wo haben wir jetzt unsere Galerie hier? Okay, müssen wir zurück zum Example gehen. Wie auch immer. Das ist eben halt so eine Galerie. Da ist das erste Bild halt so ein Logo. Und darunter sind die anderen so in so einem Akkordeon-Effekt halt zu. Ja? Das heißt, ich lese hier beim ersten aus, ob das Ding eben halt aufgeklappt ist. Das heißt, dieses,
dieser CSS-Selektor hier, der hat hier ein Attribut Area Hidden, der ist dann eben halt so auf False gesetzt, wenn ich auf die Seite drauf gehe und die Farbe von der Headline ist halt gelb. Und wenn ich dann eben halt mit der Maus runtergehe oder beziehungsweise draufklicke, geht das eine Ding eben halt zu, das andere slidet auf, die ändern so ein bisschen ihre Farbwerte etc. Ja. Das testet sich dann hier, lässt sich auf jeden Fall hiermit testen. Also man kann CSS-Status auslesen, der zu dem Zeitpunkt halt ist, wenn du mit der Maus irgendwo drüber gehst oder ob der eben halt, da gibt es ja verschiedene Sachen, die vielleicht so übereinander gestapelt sind, so Sachen, die halt auffaden, ob da der Index Left halt 0 ist und man kann eben halt auch, ja, wie gesagt, mit diesen CSS-Selektoren kann man schon eine ganze Menge rausfinden. Ja? Ist jetzt halt blöd, dass es nicht funktioniert hat. Hier ist derselbe Test halt ausgeführt, dann kann man eben halt draufklicken, gucken, ob das eine Ding zugeslidet ist, ob das andere aufgeslidet ist, ob sich die entsprechenden, dann gibt es noch so einen Mouse-Over-Grauton, ob der in der richtigen Farbe ist, das kann man eben halt alles abtesten. Und ja, ihr seht, die Syntax ist eben halt hier ein bisschen schwieriger, weil ihr eben halt mit diesem Selenium, das ist praktisch das, was ihr auf Rechtsklick-Element untersuchen habt, das habt ihr halt hier drüber komplett zur Verfügung über diesen Webdriver. Ja. Durch die Syntax geht das jetzt auch nur noch mit Selenium oder geht das fast auch mit dem PhantomJS oder einem anderen JavaScript-Browser? Selenium ist kein Browser, das ist ja... Das ist schon klar, aber es steht ja Execute in Selenium. Also ist das wirklich nur der Treiber für Selenium? Das ist der Treiber für Selenium, der geht eben halt über diesen Facebook-Webdriver hier und dadurch benutzt du trotz alledem deinen Firefox. Genau, aber das ist die Frage, das heißt, durch die Verwendung von iExecute in Selenium wird das inkompatibel mit anderen Drivern wie PhantomJS oder sonst was? Und ich kann es halt nicht mit einem Headless JavaScript-Browser auf Node.js-Basis oder so testen. Doch, das kannst du auf jeden Fall auch machen. Aber trotzdem execute in Selenium. Also, was soll ich dir sagen? Also wie gesagt, ich bin nicht so der Phantom-Tester-Freund ja, und denke eben halt, die Browser, es gibt da eben halt auch eine ganze Rutsche von Internet Explorern, da ist ja immer die Frage, können wir das auch auf dem Internet Explorer 4 mit Bernstein-Monitor testen? Ja. Ich kenne halt beide nicht. Ja. Ich komme aus der Zeit, da gab es keine Bernstein-Monitore mehr und da gab es auch keinen Internet Explorer 4, wird aber trotz alledem eben halt immer wieder gerne angefragt und natürlich, wenn du eben halt in so eine Hölle rein willst, da werden halt schon Lösungen auch gefunden. Dienste eben halt auch zur Verfügung gestellt, du kannst eben halt IP-Adressen angeben, wo die Maschine jetzt in welcher Version läuft, kannst andere Sachen ansteuern. Hier ist jetzt eben halt, wir sehen jetzt gleich, wenn ich das halt lokal ausführe, das heißt aber nicht, dass man das nicht irgendwie auch mit Remote-Kisten nutzen kann. Hier ist nochmal so ein offizielles Beispiel von der Codeception-Seite selber, wo man eben halt wieder sieht, wie schön einfach das geschrieben ist. Und ich bin mir sicher, dass jeder hier, ich weiß nicht, ob ihr es so gut lesen könnt, aber ich bin mir sicher, dass hier jeder versteht, was bei dem Test passiert und den auch gegebenenfalls halt erweitern oder abändern könnte, obwohl er das jetzt noch nicht mal irgendwie gelernt hat. Ja, letzten Endes wird hier eben halt so ein neuer Film halt angelegt und hier wird natürlich auch schon geguckt, ob die Route halt nachher richtig funktioniert. Ja, das wäre eben halt, wenn du bei so einem Framework irgendwie wie Symfony oder so, ob da eben halt die richtigen Controller aufgerufen werden, die Parameter. Hier testet man einfach schon eine gesamte Menge Umfang halt ab. Und ganz unten, see in database. Über die Route haben wir das eh schon gecheckt. Das ist hier so ein bisschen doppelt gemoppelt, ja, weil das auch so ein bisschen Example ist. Aber man kann tatsächlich in der Datenbank nachgucken. Man kann eine Datenbank-Connection angeben und in die Datenbank reingucken, ob in welcher Tabelle, welches Feld, ob das da eingetragen ist. Und wie einfach ist das? See in Database. Und fertig. Ja. Dazu noch Fragen? Ja, eben dieses Beispiel nochmal zu dem Facebook-Driver. Also das heißt, diese Original- oder die Conception-Befehle, die sind so ein bisschen eingeschränkt, würde ich da, heißt das? Nee, das ist nur, dass du aus dem
über den Webdriver auf die CSS-Elemente, also das ist dieses Element untersuchen, was du sonst auf Rechtsklick hast, ja, dass du auf diese Sachen zugreifen kannst. Dafür brauchst du den Webdriver. Also das bietet Codeception selber nicht. Das bietet Codeception selber nicht. Du musst ja an den Browser dran und über diese Webdriver-Schnittstelle ist halt alles mit dem Browser möglich. Du kannst dem Browser auch schon vorher sagen, ob der Cookies hat oder nicht hat oder ob der die alle wegwirft und nachher nachgucken, ob ein Cookie gesetzt worden ist. Wir können ja gleich mal, kommen noch eine Rutsche Beispiele. Aber die anderen Sachen laufen ja auch über den Browser, ne? Also die laufen auch über den Browser, aber da brauchst du ja dann keinen Zugriff. Ich muss hier ein bisschen auf die Zeit gucken, leider ist meine Uhr hier, leider ist meine Uhr leer. ja, tatsächlich, also ist jetzt hier schon länger, aber ist so, ne? Peter Jackson, genau, da haben wir ja, haben wir doch gerade schon erzählt. Ja, ausführende Kommandos und dann können wir uns das eben halt auch mal einfach jetzt mal laufen lassen und mal einen Test danach schreiben für die Typo 3 Seite. Ich hoffe, dass das klappt. Vorhin war es ein bisschen langsam, das Internet hier. Ihr startet den Synellium Server. Wie gesagt, Test wird angelegt. Danach sieht man eben halt hier, kann man halt eine Rutsche Parameter dran machen, unter anderem, dass das eben halt dieses minus minus steps, dann gibt ihr dir auf der Konsole nochmal alle diese Commands, die da so ausgeführt werden, halt aus, da kannst du schön zugucken, wie dein Deployment halt läuft, dass da ein XML generiert werden soll, was dein Jenkins dann nachher wissen möchte, ob das grün oder nicht grün war und natürlich ein HTML, damit du das auch schick klicken kannst und alle Leute, die es klicken wollen. Unten steht eben halt, wie man einen separaten Test ausführt. Das waren die Run-Commands und ich würde jetzt mal sagen, dass wir tatsächlich mal versuchen, also ich habe jetzt hier meinen Synellium Server auf Port 444. Alles nicht so wichtig mit Boo und die Zeile funktioniert. Ja? Kann ich nur sagen, ich habe da auch nicht immer das tiefste Wissen drüber, was da im Hintergrund passiert und bin immer begeistert, wenn Sachen einfach gehen und das hier ist jetzt kein Kochshow-Effekt, wo immer irgendwie das schon fertig ist. Ja? Dann ich merke mir auch nicht so die Befehle, die ich unbedingt abfeuern. Also ich habe hier so einen Suchtest, den habe ich schon mal vorbereitet. Ja. Das tut mir leid, das tut mir so leid. Den habe ich schon mal vorbereitet und ah, ich bin ja, aber ich bin ja auch nicht im. Ich bin natürlich auch in meiner Präsentation drin hier. Ja. Wenn wir im richtigen Folder sind, dann geht's halt auch. Jetzt sieht man hier eben halt so schön, wie da in der Suche Drupal eingibt, weil ich das halt im Rahmen einer Drupal-Session gemacht habe. Die hätten nicht damit gerechnet, dass hier Drupal halt gefunden wird, aber Typo 3 widerlegt das natürlich. Und guck mal. Das ging jetzt ziemlich schnell, ne? Also, was da passiert ist, da habt ihr ungefähr mal so ein Gefühl, wie schnell so ein Ding Sachen testet, die ihr sonst manuell testen würdet. Ja, kann man das von der Größe her so ein bisschen sehen? Ich glaube, hier kann man ja auch. Irgendwie kann man das ja ganz. Mit zwei Finger einfach nur anziehen. Also Command Plus ist bei mir auf jeden Fall nicht. Egal. Ist ja auch so ein Presentation Modus, oder? Ah, da war vielleicht vorhin jemand in meiner Session drin. Also wie gesagt, checkt Drupal in Search.
Wir geben da oben halt Drupal ein, geben hier diesen super benutzerfreundlichen, also die Selektierung. Ihr werdet wissen, wenn man anfängt, Tests zu schreiben, verbessert man auch automatisch seine Software. Ja? Das sieht man hier an dem Selektor auch ganz deutlich. Ich glaube nicht, dass Formelement minus 21 immer das Suchfeld sein wird. Ja, das kann man schon, geht den Sachen IDs mit oder eben halt so Data, man kann auch so Data QA Attribute reinhauen, wo man die halt drüber selektieren kann, gibt auf jeden Fall bessere Selektoren als den. Dann schreiben wir da halt Drupal ein, klicken da drauf auf den Button, warten auf ein H2 Element und sehen eben halt, dass die Migration Drupal to Typo 3, dass das eben halt da ist. Damit haben wir die Suche auf jeden Fall schon getestet, dass die Suche halt was zurückwirft. Jetzt gibt es eben halt noch diese Autocomplete-Geschichte, also dass ich eben halt auf der Seite Startseite wieder bin, gebe eben halt rel ein, dann warte ich auf dieses Autocomplete-Element, dass das halt geladen wird, das ist ja dieses Mouse-Over-Autocomplete-Geschoss da, ja. Dann sehe ich den Link Relations, ja, da muss man auch nicht viel mehr eingeben, welcher Link ist das jetzt mit welchem Selektoren, hier auch wieder Fuzzy-Selektor, alle Links, guckt er eben halt einfach, steht das Relations gebittert. Und dann kann man da eben halt auch entsprechend einfach draufklicken. Ich warte, bis eben halt die Suchausgabe da fertig ist. Dann gucke ich auch noch, ob das Suchwort oben eingegeben ist. Also ich grabbe, seht ihr das, auf $search raus. Und habe ja, weil ich eh im PHP Unit Test Framework mich befinde, auch alles von PHP Unit, also die Assertions von PHP Unit, permanent hier zur Verfügung. Wenn ich das Modul aktiviert habe. Nee, das ist auf jeden Fall mit drin. Das müsste. Bitte? Da muss man irgendein Modul aktivieren. Nee. Ich glaube, du musst in den Load Modules und deiner, glaube ich, nicht ewig nur gesucht. Das ist okay. In den Load Modules musst du sagen, dass Assert mitgeladen wird, sonst hast du es nicht. Weiß ich jetzt nicht, also ich glaube hier, ich habe die Sache eben halt so ein paar Mal installiert und da muss ich nicht so separat darauf hinweisen. Ja, aber mag halt sein und so haben wir eben halt so den Test geschrieben und jetzt habe ich ja eben halt gesagt, wir können hier auch gerne nochmal ja, gerne. Eine Frage noch bei den Tests eben, da wird eine Variable Szenario übergeben. Mhm. Wo kommt die her? Das sind praktisch die Konfigurationen, die du in diesen YAML-Dateien setzt. Du kannst auch immer auf das Environment halt zugreifen und also ein Kumpel von mir, der hatte ein bisschen Langeweile und der ist halt hingegangen und hat zu all seinen, also der ist eben halt hier Magento-Shop-Entwickler, der hat zu all seinen Magento-Shops halt gesagt, dass er jedem Kunden, die halt mal für Tablet optimiert, für Mobile optimiert, also einfach in der Größe, entsprechenden Größe, hat er halt drei Größen genommen und von jedem Step, von seinen drei Steps jeweils einen Screenshot gemacht. Ja, und dann kannst du hier halt hingehen und das automatisch in so eine Slideshow, da kannst du dich halt durchklicken mit diesem Recorder, da kommen wir gleich noch bei den Advanced Features eventuell zu, kannst du halt mit dem Recorder sagen, ihr soll das halt alles aufzeichnen und als Slideshow ablegen, was er halt aufgezeichnet hat. Dann hat er die eben halt die Sachen hier so schick gehabt, dann ist er halt zum Kunden gegangen und dann hat er gesagt, guck mal, wie scheiße das hier überall aussieht und zack hat er von jedem eben halt so einen RWD-Auftrag bekommen. Die Screenshots in den unterschiedlichen Größen, die hätte man halt schon immer machen können. Ja, aber jetzt, wo er eben halt dieses Tool hat, kann er es eben halt auf jede, kannst du jede x-beliebige URL halt reinhauen, zack, 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 kriegst du eben halt und dann wird es Kunden klar, wenn sie es sehen. Vorher irgendwie nicht. Also es ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, das ist eben halt so abgebildet und generell halt diese Slideshow für neue Features halt zu sagen, das passiert so und so und so, das kann man eben halt so ganz schick da noch als Nebenprodukt mit raushauen. Gibt es eine Möglichkeit, Screenshots zu vergleichen, dass man also sagt, nach, ich möchte noch einen Test, einen Screenshot machen, dann möchte ich den mit einem Screenshot vorher vergleichen und wenn die abweichend sind, also wenn sich da optisch irgendwas geändert hat, möchte ich bitte einen Alert haben, also ich muss sagen, keine Ahnung, da ist eine Abweichung von x Prozent. Also grundsätzlich ist es ja so, das ist PHP-Code hier und da ist dir keine Grenze gesetzt. Also wenn du das mit PHP hinkriegst, du hast ja Assertions zur Verfügung, du weißt, wo du Files hinlegst, du kannst es einfach da reinschreiben.
Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie so, das ist schon echt PHP und da kannst du dein geballtes PHP-Wissen voll reinpusten und alles, wo du Bock drauf hast, halt auslagern und wie du lustig bist. Also geht, natürlich. Ja. Geht ja alles irgendwie. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob wir halb vier, wir versuchen ein 4, also ich hatte mir überlegt, eine 404-Seite zu testen. Wirklich. Okay, hier war jetzt eben halt dieser Generierungsbefehl, den ich halt ausgeführt habe. Ich habe das eben halt immer noch so ein bisschen klein, ja. Sieht man jetzt auch gar nicht hier. Müssen wir auch sagen, dass man das hier gar nicht sieht. Ja? Mein Git-Status hat sich geändert, ja. Also das File ist halt dazugekommen. Und natürlich habe ich das eben halt hier auch in PHP Storm dazugekommen. Bin ich hier wieder bei den Präsentationen drin. Sehen, können wir hier in den Präsentationsmodus wahrscheinlich wieder rein. Check mal vor. Also hier sieht man eben halt auch mal so ein, so, um mal so ein Gefühl zu bekommen, was das Teil hier kann. Ich scrolle hier einfach mal so. Könnt ihr das lesen? Ja, ich kann hier nicht auf jedes Teil halt eingehen, aber Can See Link, See in Title, also es ist einfach diese extrem einfache Syntax, die eben halt sprechend hier erzählt, was man eben halt so alles testen kann, Move Back, Move Forward, Pause Execution, Wait for Element, Wait for JavaScript etc. Ja. Im Moment der Exception speichert ihr den exakten HTML-Code mit Ajax-Request ab, macht einen Screenshot von der Seite und sagt dir, okay, der ist fehlgeschlagen, aber das ist exakt dein HTML, weshalb der fehlgeschlagen ist. Und das ist ein Screenshot dazu. Also er hilft dir eben halt sehr gut. Also ich gehe jetzt mal davon aus, bin ich mir nicht so sicher, ob wir das Typo, das WMDB-Husel nehmen können, ob die das nicht doch, wenn Core-Entwickler hier sitzen, wer weiß, was sie da gebaut haben, müssen aber eben halt trotzdem auf die Typo 3-Seite halt schauen. Das ist der H1. H1. Okay. Hier sollte eigentlich vielleicht auf der Seite noch ein schickes Menü sein, wo man eben halt so einen Page-Browser hat, wo wir halt so 404 Seiten, hier unsere beliebtesten Seiten etc. Vielleicht gibt die Seite das jetzt auch als Feature her, wenn ich hier mal runterscrolle, kann ich eben halt schon nachgucken, ist hier eine vernünftige Liste, sind da mehr als 10 Elemente drin, sind die klickbar etc. Ja? Also könnte ich jetzt natürlich alles runterschreiben, aber exemplarisch nehmen wir eben halt mal nur die Headline. Ne? Und führt unseren 404er-Test eben halt aus und fertig. Ja, und ich hätte mich jetzt hier durchklicken können, komme ich über das Logo wieder auf die Startseite etc. Ja. Also es sind ja einfach hier
kaum Grenzen gesetzt und du kommst super schnell halt. Mit so ganz wenigen Zeilen hast du halt eine totale Macht, die hier abgefeuert wird. Und das gucken wir uns eben halt jetzt noch mal ein bisschen hier an. Bin ich euch zu schnell oder alles okay? Ja, seid ihr noch dabei? Ihr seid so still. Zwischenfragen? Kann immer einer was sagen? Außer mir. Bitte schön. Ich habe eine Frage zu der Anzahl der Tests, die ihr darüber abfeuert oder du und wie wartbar du das über längere Zeit hältst. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich da, wie du das vorhin schon in dem Beispiel hast, da irgendwie einen Menüpunkt oben noch einfüge und nicht unten dran, dass man dann halt in der Regel eine ganze Menge Tests um die Ohren fliegen und nicht nur einer wie beim Unit-Test, weil halt sich die Selektoren nicht nur an einer Stelle verschoben haben, sondern vielleicht an 3, 4 oder mit dem Vorbereiten. Also du wächst natürlich da auch, also du schreibst... Weil ich ein Typo-3-Update gemacht habe, das Formularelement jetzt nicht mehr Form 21 heißt, sondern... Ja, wer weiß, also ich meine, das heißt ja auch immer noch Typo-3. Also... Ja, aber vielleicht heißt der Selektor für das Feld ja ganz anders. Nee, natürlich. Also grundsätzlich, wie gesagt, halt fängst du an, deine Software besser zu schreiben. Du fängst natürlich auch an, dir mehr Gedanken über dein Frontend und über deinen Code zu machen. Und sobald man Tests, auch bei Unit-Tests, fängst du an, besseren PHP-Code zu schreiben. Weil du einen halt automatisch härtest, weil du dich mehr damit befasst, weil du den eben halt auch mal failen lassen willst. Und nicht immer nur in diesem grünen Case, wo jetzt funktioniert es und damit funktioniert das halt auch immer. Ja? So fängst du eben halt bei Frontend-Tests halt auch an, deine Selektoren besser zu machen und du kannst eben halt so immer so ein eigenes Attribut, also so ein QA-Data und dann kannst du eben halt das ganze Search Field nennen und dann wird es halt auch nicht mehr angepackt. Weil natürlich ist es so, dass sich JavaScript, also grundsätzlich kannst du dich schon an Sachen, die im, also JavaScript-Selektoren sind ja manchmal in den Klassen eben halt so als JS-irgendwas, weil die Jungs vom JavaScript ja auch, die haben dieselben Probleme, wenn sich Sachen halt ändern. Die Sachen, wenn du Frontend-Developer hast, die haben da eventuell schon eine Lösung bezüglich der Selektoren gefunden. Mit denen kannst du dich da eben halt auch mal kurz schließen oder ansonsten halt mit eigenen Attributen arbeiten oder halt auch mal vernünftige IDs vergeben. Ja, also der Witz, ich glaube, die Frage ist ja eher die, dass du sagst, okay, ich habe es auf der 404-Seite steht es da, stay calm, breathe, keine Ahnung. Nee, der ändert sich natürlich, das ist auch Quatsch. Ja, also der Testinhalt war jetzt eben halt Quatsch. Du hättest eben halt nachgucken müssen, sind hier die, ist da vernünftig die Links, die dich eben halt weiterführen, ist da ein Metastatus 404 vorhanden, ja, so Sachen ist natürlich bei einer 404-Seite, hat ihn Index NoFollow gesetzt und diesen ganzen Kram, den du halt für SEO-Geschichten brauchst, so Sachen sind natürlich sinnvoller nachzugucken, als den Claim, den ich da jetzt rausgesucht habe. Es geht eben halt nur darauf, dadurch zu merken eben halt, wie schnell so ein Test geschrieben ist und mit wie wenig Zeilen, wie extrem weit ich damit komme. Kann man diese Tests dann irgendwie, gibt es da eine Möglichkeit für sozusagen von Haus aus die zu kopieren, voneinander abhängig zu machen? Oder die? Es gibt von Haus aus auch eine Dependency Injection, wo du eben halt genau nachgucken kannst, welche User welche Dinge tun können. Also nach hinten raus ist der Funktionsumfang. Ich meine ja die Tests untereinander. Ah, die Tests untereinander, wie gesagt, es ist halt PHP-Code. Ja, okay, aber das wäre auch PHP-Unit. PHP-Unit hat auch zum Beispiel Depends on oder so. Genau, du kannst Mock-Objekte, du kannst, also der Fantasie sind hier echt keine Grenzen gesetzt. Du bist ja jetzt nicht irgendwie so, oh, willst du das Feature implementieren? Und da sind super viele Kontributoren drauf. Das hat regelmäßig irgendwie, kommt da so der neueste Shit rein und ist sehr begehrt. Und die Großen wie Facebook und Google, die pushen das Ding halt auch nach vorne. Und es ist, du hast die Autovervollständigung ja gesehen, also das reicht erstmal. Ja, man fängt ja eben halt auch nur mit, deshalb sollen Tests dann halt auch nicht scheitern, ja? Nee, 650 Features, ich mache die erst ab 700. Also das ist, man kommt damit sehr weit und auch diese einfachen Tests, die helfen, die decken einfach schon eine Menge ab. Das hier ist eben halt diese Slideshow, man sieht das hier unten, dass da so ein Slider ist, da sagt er eben halt auch schön hier, ich bin auf der Seite, ich sehe eben halt, also das geht jetzt ganz fix da unten, da steht eben halt auch drin, was dieser Test, also was er so für eine Ausgabe halt hat, was der auf der Seite jetzt in dem Moment macht.
Diesen Reporter kann man eben halt einfach anschmeißen. Man kann auch sagen, der soll zu jedem Test immer den kompletten Report erstellen und die gegebenenfalls halt wieder wegschmeißen, wenn die grün waren. Man kann die aber auch behalten und dem Kunden sagen, hey, als wir das getestet haben, hat das funktioniert. Es ist auch eine Form der Dokumentation. Das ist halt eine Zeile in der Config. Recording an und dann wird das direkt gemacht. Da braucht man nicht separat irgendwo anzugeben, dass Screenshots erzeugt werden sollen oder so. Die Environments stehen eben halt zur Verfügung. Da kann man eben halt sagen, welcher Browser war das jetzt, wenn man ihn eben halt für sein Logging oder für irgendeine Ausgabe eben halt braucht. Man kann aber natürlich auch darauf reagieren. Also hier zum Beispiel dieses Current Environment Make Screenshots, also Firefox Screenshot, Chrome Screenshot. Man kann aber auch an der Stelle eben halt sagen, dass man vielleicht eventuell bei einem Browser halt sagt, beim Internet Explorer halt sagt, ja, hier funktioniert eben halt überhaupt kein Mouseover, ja, das wird hier auch niemals funktionieren. Aber dass man es eben halt für ein bestimmtes Environment halt ausschließt oder separat nochmal größere Tests schreibt. Ja, halt abdecken, ja. Das heißt, der Test wird explizit auf einen Browser geschrieben, nicht, ich sag mal, als Profil oder so, dass du den Browser anträgerst. Ich habe die Frage jetzt so nicht ganz. Du sagst ja gerade, du willst jetzt lieber eine möglichst hohe Testabdeckung für einen Browser haben. Also ich würde eben halt, so wie ich auch meine Applikation, die Tests, die ich, wenn ich entwickle, ich bin ja jetzt mal ehrlich zu mir selber, ich klicke da ein bisschen Chrome drumherum, ja, und das bilde ich eben halt ab. Ja. Das, was mir an Arbeit damit abgenommen wird, finde ich eben halt so in erster, was mich effektiver macht, was von meiner täglichen Test- und Klickarbeit wegautomatisiert werden kann, finde ich ja schon ganz gut. Man kann die natürlich noch total ausbauen, aber eben halt so einfach so Tests schreiben und viele schreiben und eben halt so allerhand abdecken. Das meine ich halt. Also es ist einfach dieses Just Do It. Ich weiß nicht, ob ihr das aktuelle PHP-Magazin gelesen habt. Da haben wir ja auf jeden Fall zwei Artikel drin und da eben halt, fang einfach mal an. Und wenn du nur die Startseite testest, und die Suche und das in einem automatisierten Deployment-Prozess drin hast, dann hast du das schon mal. Wo siehst du denn persönlich den Vorteil jetzt gegenüber Behead zum Beispiel? Ist jetzt unabhängig. Also Behead ist sicherlich auch. Also der Vorteil ist eben halt, dass du bei dem Codeception halt PHP-Unit-Tests etc., also dass du das alles da drin hast, alles integriert hast, dass es halt zusammenhängend ist, aber mit BI-Tests kommst du, da ist, das ist so Glaubenskrieg, ja, das kann man auf jeden Fall auch nutzen. Also ich sehe da jetzt nicht, dass ich jetzt sagen würde, das eine ist... Es gibt ein Killer-Feature, wo du sagst, so, das kann jetzt BI-Head nicht. Conception, was BI-Head vermisst. Das, keine Ahnung, weiß nicht, weil ich nicht mit BI-Head arbeite. Also BI kenne ich eben halt so im Beruf, so Solar-Suchen, Suchergebnisse auswerten und so Suchqualität, aber persönlich habe ich eben halt mit BI da noch nicht besonders viel gemacht und also, das sieht auch sehr ähnlich aus. Sieht total ähnlich aus, plus ich sage jetzt mal, der Syntax, wie du halt die Tests schreibst, ist halt natives Englisch. Das ist halt so eine ich sage jetzt mal, vereinfachte englische Sprache, die nennt sich Gherkin. Du hast oben noch so eine User-Story, die du über. Ja. Könnte ich mir an der einen oder anderen Stelle vorstellen, du hast eben so dieses Advanced-Beispiel da mal gezeigt, dass es vielleicht dann, wenn du halt einen Frontendler haben möchtest, der was testen möchte, in wie halt vielleicht noch einen Ticken einfacher geht, weil du halt nicht diese, hey, Verschachtelung, ich muss mir erst was raussuchen, weil du schreibst ja im Endeffekt in der Backend-Sprache einen Test für ein Frontend. Das ist so ein bisschen so, das kann, so bei einfachen Szenarien kann das gut klappen, aber das irgendwie so Advanced-Ding da mit Selenium Driver und ZipZap, da kann ich mir das schon ziemlich knackig vorstellen. Ja, wie gesagt, man muss da halt, man kann damit halt eine Menge abdecken und es gibt immer den Case, der irgendwie die berufliche Herausforderung und unser, was wir eben halt haben wollen und wofür alle Coder sind, ja auch haben wollen. Also es gibt natürlich, heißt das nicht, dass du irgendwie mit den einfachsten Zeilen jetzt alles so 1000%ig abgibst. Aber es hilft dir einfach eine Menge. Wir haben jetzt schon Viertel vor, ich weiß nicht, ob ihr alle direkt losrennen wollt, sonst gehe ich hier mal ein bisschen so geforst durch, sage ich mal.
Also wie gesagt, man kann eben halt, wenn das jetzt hier Windows ist, auf einer Windows-Maschine oder sonstiges, kann man eben halt Sachen skippen oder man kann eben halt Statements einbauen. Man kann hier, man sieht das in der letzten Form halt, man kann das eben halt auch ein bisschen kürzer schreiben, was so Formausfüllung angeht. Ich finde den oberen Teil halt doch lesbarer, aber wenn man eben halt so ein bisschen nerdy auch ist, dann kann man da eben halt da auch schon irgendwie noch kürzeren Code verwenden. Man kann Testfiles mitgeben, also Data Provider auch, um irgendwelche Sachen hochzuladen. Ja? Also lade ich hier das Excel-File hoch und kommt das vernünftig in die Datenbank rein, werden da eventuell Sachen hier eben halt entsprechend konvertiert, weil es eben halt vorher, also funktioniert meine Applikation, dass sie das halt vernünftig da oben hochbringt. Checkboxen. Drag and Drop. Man kann auch selber nochmal ein JavaScript ausführen. Man kann eben halt alles Mögliche auslesen und comparen. Man kann während der Laufzeit das Fenster kleiner machen. Man kann sich das Cookie anschauen und auch die Cookie-Values kann man eben halt ziemlich einfach nachschauen. Man kann natürlich Formularfelder validieren, ob die vernünftig vorausgefüllt sind, welche Values die haben. Was eben halt so Error-Handling, ja, vom E-Mail ist falsch, wird das Ding eben halt leer gemacht, E-Mail ist okay, steht die eben halt drin, wenn ich das zweite Mal abgeschickt habe. Ja, das sind ja Formulare, müssen auch immer vernünftig funktionieren wieder für den User, die dürfen nicht auf einmal alle leer sein und so. Ja, da kann man eben halt so eine ganze Menge und dann weiß man eben halt, das sind so Dinge, die teste ich halt nicht jedes Mal vernünftig durch. Ob jedes von meinen 20 Formularfeldern sich richtig verhält und da ist es einfach brutal schnell. Man kann auf Sachen warten und am Ende, das muss man noch ein bisschen mehr ausführen, kriegst du das eben halt so auf der Konsole angezeigt, wie wir das ja auch entsprechend gesehen haben. Das hier ist eine Ausgabe mit diesen Steps. Hier fehlt auf jeden Fall noch, dass wir den HTML eben halt da auch mal entsprechend zeigen. Aber wir haben ihn ja natürlich gerade laufen lassen. Das heißt, wir müssen ihn mal sehen. Also hier ist auf jeden Fall auch so ein fehlgeschlagener, ich weiß jetzt nicht, warum er hier jetzt den XML, weil es nicht, eben halt nicht angegeben hatte, dass das ausgeben soll. Das sollten wir aber nochmal eben hinbekommen. Ja, da sieht man eben halt, dass der Test halt gelaufen ist und was hier in dem Test passiert ist. Ja, und genauso würde ihr eben halt auch entsprechend die Fehler anzeigen und hier das HTML ist dann eben halt, erreichst du halt auch von hier aus, der legt dir eben halt dieses HTML und den Screenshot halt an. Das hatte ich ja jetzt hier auch mal gezeigt, hier ist eben halt diese Search-Geschichte fehlgeschlagen und der speichert dir das gesamte HTML halt ab mit allem Kram, der nachgeladen worden ist oder sonstigem. Ja. JUnit ist auch ein Ausgabeformat wahrscheinlich? JUnit ist auch ein Ausgabeformat, ja. Also was das Herz begehrt, da ist echt, da ist super viel Zeug halt drauf. Ich habe es hier. Ja, sonst noch Fragen? Alles geklärt? Wann setzt er das ein? Sofort. Sofort? Ja, also es ist eben halt tatsächlich so, wir haben, kann man auch noch, also ansonsten hier gibt es eben halt noch ein paar Sources und
dann würde ich mich bedanken, dass ihr mir so fleißig zugehört habt. Dankeschön. Ansonsten hier unter GitHub Entwicklungshilfe NRW ist eben halt hier Codeception und die Geschichte, könnt ihr eben halt auschecken, machst einen Composer Install drauf und hast halt die Tests, die wir hier für Typo 3 haben, die schieben wir da auch immer schön hoch und ja, da könnt ihr auf jeden Fall ziemlich schnell mit loslegen.